Normalerweise bin ich ja dagegen, einzelne Menschen herauszuheben. Aber heute möchte ich das gern mal machen, weil ein Mensch die letzten 3 Wochen enorm viel Arbeit reingesteckt hat, damit diese Demonstration heute stattfinden konnte. Und zwar ist das hier der Vorsitzende, der hier vorne steht, Helmut Krüger, hat die Demonstration angemeldet, hat Werbung gemacht. Und da ich ja als Hobby Imker bin und noch nebenbei auch manchmal Brot backe, Helmut, kriegst du was zu essen, damit du weiterhin stark für uns kämpfen kannst. So, und über die Erfolge, Misserfolge oder Geschichte dieses Aktionsbündnisses wird uns jetzt Annette einen kurzen Überblick geben. Bitte schön. Ja, guten Tag. Ich freue mich erstmal sehr, viele Menschen hier zu sehen. Ich begrüße Männer und Frauen und Kinder. Ganz toll, dass ihr hier in dieser Hitze ausharrt, dass ihr da seid, euer Gesicht zeigt und für eure Zukunft eintretet. Als Kurzform Detmolder Westen, denn es betrifft mehrere Dörfer, nicht nur Jerzen-Orke, wo ich geboren bin. In den 70er Jahren wurde diese Region auserkoren als Industriegebiet von Detmold. Das spüren wir alle, die wir hier in der Region wohnen. Die Emissionen sind unsäglich. Die befahrene Lagische Straße B239 bringt einen Lärm mit sich, den die Anwohner nicht mehr aushalten können. Jetzt werden 3 weitere Flächen als Gewerbegebiet anvisiert. Hier unten könnt ihr euch das anschauen, da sind Übersichten dazu da. Wir gehen nachher auch noch an diesen Flächen vorbei. Diese Flächen sind bester Ackerboden. Alle Landwirte klagen über Erträgniseinbußen. Hier nicht. Diese Flächen sind durchfeuchtet durch namenlose Gewässer. Sie haben Bodenpunktwerte von 70. Es ist Lehm-Lössboden. Es ist der beste Boden in Lippe. Die Stadt Detmold hat diese Böden auserkoren, um produzierendes Gewerbe hier anzusiedeln. Wir wollen, dass hier produziert wird. Aber wir wollen, dass die Landwirte unser Essen hier produzieren. Und darum finde ich es besonders toll, dass heute so viele Landwirte auch da sind und auch für uns sprechen und mit uns diesen Weg gemeinsam gehen, gegen einen massiven Flächenverbrauch in Lippe. Unser Bündnis gibt es offiziell seit dem Jahr 2016. Sie sehen, ich bin Ordnerin, ich bin Fotografin, ich bin, ja, keine Ahnung, alles. Und das machen wir alle so. Ja, Helmut Krüger ist genannt worden, viele andere, die dabei sind. Jeder ist multifunktional. Und nur so funktioniert es auch. Man muss sich einsetzen, um was zu erreichen. Seit langem haben wir die Bebauungspläne kritisiert, noch vor unserem Bündnis. Und irgendwann, wie wir alle politischen Foren angerufen haben, die Politiker hier in Detmold, den Petitionsausschuss, die Umweltministerien von Nordrhein-Westfalen und vom Bund, alle haben Verständnis, keiner tut was. Wir haben die Nase voll gehabt und haben geklagt. Und diese Klage haben wir gewonnen. 2018 hat das Oberverwaltungsgericht in Münster gesagt, dieser Bebauungsplan kann so nicht durchgehen. Das Gericht musste den Politikern sagen, dass es Unrecht ist, was sie den Bürgern verkaufen wollten. Und ich sage hier ganz deutlich, wir Bürger sind nicht dumm. Eine 26-seitige Mängelliste wurde aufgestellt. Das hat weder die Stadtverwaltung bemerkt, noch der Stadtrat, noch der Bürgermeister. Die Bezirksregierung hat geprüft, hat auch nichts bemerkt und die Pläne durchgewunken. Erst die Bürger mussten aufstehen und mussten für Recht und Ordnung sorgen. Kann das sein in einer Demokratie? Ich finde das unsäglich. Und es ist keine vertrauensbildende Maßnahme, das sage ich ja auch sehr deutlich, dass weiterhin
von den politisch Verantwortlichen an diesen Plänen festgehalten wird. Ich freue mich, dass wir das Bündnis Lippe ökologisch bilden konnten und dass wir jetzt mit sehr viel mehr Kraft gegen diese Dinge vorgehen werden. Für das Aktionsbündnis kann ich sagen, wir werden die nächsten Pläne sehr genau studieren und wir werden es nicht zulassen, dass diese Flächen bebaut werden. Vielen Dank.